Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sonntag, Jubilate, jubelt, ja, wie einem Popstar jubelt zu. Sollen wir alle der Kirche zujubeln? Sollen wir möglichst hohe Klickzahlen im Internet bekommen? Oder geht es vielleicht doch darum, dass Kirche eher etwas für zu Hause, für die Stille ist? Um diese Spannung geht es heute in diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen dazu. Hört auf Worte aus Psalm 66. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Lobet, ihr Völker, unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Amen. Hört die Schriftlesung aus Apostelgeschichte 17. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt: Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdenboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten aufgeweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: wir wollen dich ein andermal darüber hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Wort des lebendigen Gottes. Ihr Lieben, die Pandemie führt für die Religionen zu einem ziemlich interessanten Effekt. Einerseits wandert der Glaube und die Religion in die Wohnzimmer oder wo auch immer ihr diesen Gottesdienst mitfeiert, ins Private, hinaus aus den Kirchen.
Aber andererseits erreicht auf einmal ein Gottesdienst ganz viele Menschen und wird öffentlich, denn das Internet ist für jeden zugänglich. Gehören vielleicht beide zusammen, das Private und das Öffentliche von Religion und Glauben? Die Schriftlesung, die ihr gerade gehört habt, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, sie entführt uns in die Stadt Athen. Dort gibt es noch heute den Areopag, ein großer Felsen, nordwestlich von der Akropolis gelegen. Aireos Pagos, der Aresfelsen. In der Blütezeit der griechischen Antike war das der Ort des Hohen Rates und später der Ort, an dem das Gericht tagte, ein unübersehbar öffentlicher Ort. Dorthin wurde Paulus eingeladen, um über seinen Glauben mit den Athenern zu sprechen. Er macht das geschickt. Ich kann vier Schritte in seiner Rede ausmachen. Der erste Schritt, er beschreibt, was er in Athen sieht, die vielen Tempel, die vielen Götterstatuen. Und dann ist da der Altar für die unbekannten Götter, Paulus sagt, für den unbekannten Gott. Den hatten die Athener ebenfalls errichtet, denn sie wollten sicher gehen, dass sie keinem Gott die Ehre unabsichtlich verweigern. Da knüpft Paulus an, ja genau, den unbekannten Gott, den verehrt ihr. Denn Gott kann man tatsächlich nicht sehen, den einzigen Gott. Zweitens, dann entfaltet Paulus seine Schöpfungstheologie. In seiner Schöpfung finden und sehen wir Gott, sagt Paulus. Und in der Tat, wenn wir in diesen sonnigen Tagen ins Staunen geraten über die Blüten und die frischen Knospen, dann spüren wir förmlich, wie Gott die Welt erschaffen hat und immer wieder neu erschafft und wie er dahinter steckt. Also ihn sehen wir nicht, aber wir sehen das Ergebnis seines Wirkens. Und auch im Menschen, in Gottes Ebenbild, sehen wir Spuren Gottes. Im Menschen sehen wir göttliche Freiheit, göttliche Liebe und göttliche Vergebung, jedenfalls manchmal. In ihm leben, weben und sind wir, sagt Paulus. Deswegen brauchen wir keine Götterstatuen und Götterbilder, denn in Gottes Schöpfung sehen wir Gott. Und die Götterbilder und die Tempel, die sind nur Menschenwerk. Drittens, aus dieser Schöpfungstheologie leitet Paulus drei Aufträge an die Menschen ab. Die Menschheit darf die Welt bebauen und bewahren, so steht es ja auch im Schöpfungsbericht in der Bibel. Im Auftrag Gottes bestimmen die Menschen die Zeit und die Bibel sagt, zur Zeit gehört der Ruhetag, das Ausspannen, die gnädige Zeit. Und die Menschen sollen Gott suchen, eine Einladung, Gott in der Schöpfung zu suchen. Und dann erst, viertens, kommt Paulus, ohne Jesus beim Namen zu nennen, auf den Gott der Bibel zu sprechen und sagt, ja, Gott kann man nicht sehen, wir haben die Mittel nicht, aber Gott hat die Möglichkeit, sich selbst zu zeigen. Und das hat er durch den Auferstandenen gemacht, durch jenen Mann, der am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Gott hat sich uns Menschen gezeigt, Grund genug, in großen Jubel einzustimmen. Kann Paulus mit dieser Rede bei den Athenern, in der großen Öffentlichkeit der Athener, der Philosophen und Wissenschaftler, kann er da punkten? Nun, das Ende dieses Abschnittes ist so ein wenig zwiespältig. Es ist davon die Rede, dass einige den Paulus gleich verspotten. Wer kann denn schon von den Toten auferstehen? Was erzählst du uns da? Andere werden nachdenklich und sagen, Paulus, wir müssen da noch mal weiterreden. Und dann ist von einigen, und interessanterweise werden auch Frauen genannt, die Rede, für die das absolut und plötzlich überzeugend ist, was Paulus da sagt, und die den Glauben finden. Paulus bekehrt nicht mit Gewalt,
Er hat dafür auch gar keine Mittel. Aber er zieht sich auch nicht nur in das Private zurück. Er setzt seinen eigenen Glauben der öffentlichen Meinung aus und nimmt in Kauf, dass er verspottet oder abgelehnt wird. Ich finde, dass das ein guter Weg ist, auch für die Christenheit unserer Zeit. Wir sind auf beides angewiesen. Wir sind angewiesen auf die Orte, an denen wir unter uns sind, Orte, in denen wir geschützt Gottes Wort lesen, die Bibel, und zu ihm beten, alleine in der Gemeinschaft, in einer großen, in einer kleinen Gemeinschaft. Und dann gibt es die Öffentlichkeit, wo wir Zeugnis ablegen für das, was unser Glaube ist. Denn Glaube an Gott bedeutet immer, auch aktiv zu werden, das zu sagen, zu jubeln, weil uns eine so große Erkenntnis geschenkt worden ist. Anderen etwas davon zu erzählen, was wir unter gutem Miteinander unter Menschen verstehen, was wir unter Feindesliebe verstehen und auch unter Bewahrung der Schöpfung. Glaube drängt immer auch nach außen, in die Öffentlichkeit, gerade auch in einer immer säkularer werdenden Welt, die auch immer egoistischer und kälter wird. So ist es etwas Schönes, von Gott und seiner Schöpfung, von Frieden und Gerechtigkeit zu reden und ja, von dieser großen Hoffnung, die schon in die Gegenwart hineinreicht, vom Reich Gottes, vom ewigen Frieden. Und dann brauchen wir wieder die Stille, wo wir auftanken und auf Gott hören. Beides gehört eng zusammen. Sonntag, Jubilate. Wir jubeln vor Gott. Amen. Lasst uns beten und Fürbitte halten. Ewiger Gott, du atmest mit uns, du liebst und wir leben, du bist die Quelle, dir vertrauen wir uns an. Du machst neu, wo Altes enden muss. Wir bitten dich für alle, die aufbrechen und nach einem neuen Miteinander suchen. Wir bitten dich für alle, die in ihrem Alltag dem Frieden dienen. Wir bitten dich für alle, die für andere einstehen und für deine Schöpfung und sie schützen. Ewiger Gott, du begeisterst und weist uns ins Weite, in die Öffentlichkeit. Wir bitten dich für alle, die nach dir ausschauen,
die sich an dir festhalten, die auf dein Wort hören. Wir bitten dich auch für die Kranken und die Trauernden. Wir bitten dich für die, die Angst und Zweifel quälen. Wir bitten dich für Menschen in Kriegs- und Krisengebieten, für die Flüchtlinge und für die, denen die Pandemie zu schaffen macht, und schließlich für die Sterbenden. Ja, Gott, du bist das Leben. Du atmest mit uns. Du liebst und wir leben. Du bist die Quelle. Und so vertrauen wir uns dir an, durch Jesus Christus, auferstanden von den Toten, damit wir bei dir leben. Und was wir persönlich auf dem Herzen haben, sagen wir dir im stillen Gebet. Wir bitten dich, höre uns, Gott. Und gemeinsam beten wir weiter, wie es dein Sohn Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt nun den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.